Glück auf und willkommen zurück zu Minecraft. Erstmal die Playlist an. Und ja, mit ein paar neuen Tracks diesmal, die man wahrscheinlich schon kennt. Ich muss mal auf dem Ohr ein bisschen leise stellen, warte mal. Und zwar habe ich tatsächlich wieder mal die Playlist vom Herrn Gregor Onk gefunden. Also ein paar, zumindest ein paar davon. Denn da hat sich irgendwann mal die Mühe gemacht, ein paar von den Dingern rauszukramen, die wohl nicht, wo die GEMA jetzt nicht so steil geht. Das ist unter anderem hier das Monkey Island Theme, was hier gerade schön rumherdüdelt. Ich muss sagen, ich habe Monkey Island nie selber gespielt, aber die Soundtracks gefallen mir. Ich möchte ganz gerne hier noch ein bisschen was abändern. Und zwar, du kommst doch mal weg, Kollege. Und du zwangsläufig auch. Und zwar werde ich jetzt hier nur Bäume groß züchten, die auch nicht so gewaltig herausragen, weißt du? Ja, das gefällt mir nämlich noch gar nicht, weil ich jetzt da nicht rankomme, oder? Komme ich ran? Okay. Ich würde sagen, ich habe mir mal das Minecraft-Pack geholt und so das Ressourcenpaket, was es davon gab, schon, dieses Fanmade. Und habe einfach alles bis auf die GUI gelöscht, denn im Texture-Pack hier, was ich ja weil es im Patricks-Pack ja eigentlich alles gibt, außer eine ordentliche GUI. Und da das ein bisschen, ja, keine Ahnung, das hat gefehlt. Also wenn man ins Kisten Menü reingeht oder allein hier das Handgecrafte hier. Da fehlt einfach irgendwas. Aber das hätte es auch nochmal machen können, theoretisch. Also wenn dann schon Fanmail, dann aber auch richtig. So, ich brauche nochmal. Genau, davon brauche ich vier Stück. Davon habe ich genau vier Stück. Das passt. Du kommst ganz hier wieder rein. Was will ich denn stattdessen anpflanzen? Ich könnte eine Birke anpflanzen. Ich könnte aber auch einen gut, Tropenbaum. Die kann man zum Glück aber auch einzeln anpflanzen. Da braucht man jetzt nicht so ein großes Scheißding für. Details. Fichte kommt erstmal hier mit rein. Schwarzeiche. Dunkeleiche hier. Genau. Wieder mal ein ganzer Stapel voll, ne? Pünktlich auf den Block. Das Mangrove-Zeug, das kommt zum Mangrove-Zeug und das Mangrove-Zeug war, glaube ich, hier drüben. Immer schön, schon mal fast. Ich will mal ganz kurz gucken. Ist ja irgendwo ein Tintenfisch. Hallo. Hallo? Sonst spawn ich doch immer hier. What the fuck? Aber jetzt haben wir irgendwie keinen Bock, oder was? Ja, war ja klar. Kaum brauchst du mal Tintenfisch-Tinte, ne? Dann ist nichts da. Ist so typisch, ne? Man kriegt nie das, was man gerade braucht. Dabei will ich auch so unbedingt gerne Inventur machen. Ach ja, ich habe übrigens diese Folge jetzt hier gerade, die wird nicht wie üblicherweise am Wochenende aufgenommen, sondern am Mittwoch. Einfach aus dem Grund, weil ich warten wollte, dass hier die Mod aktualisiert wird. Aktuell fehlt ja eigentlich, fehlen mir für meine aktuelle Modliste, die ich ja jetzt hier gerade drin habe, fehlen mir, glaube ich, noch zwei Stück. Das wäre einmal der Indie-Mod für ein bisschen mehr Performance hier und da und zweitens wäre dann der Continuity-Mod, der für die Connected Textures da ist. Das Problem ist, ich könnte auch theoretisch updaten und ohne Continuity spielen. Dann wäre aber das Problem dann da, dass dann überall, bei den Patricks Pack ganz besonders, Okay, wenn überall. Eigentlich müsste ja alles Pozzol sein, ne? Okay, bist ein bisschen groß geworden. Ach komm.
Als ob Broken. Ach, ich muss das mal einstellen. So, habe ich das nochmal 4 Stück bekommen? Ach, verdammt. Hier draußen ist aber auch nichts, ne? Dann kann ich nämlich ja alles zu Portzol machen, weißt du? Das ist gerade mein Meisterplan hier. Vielleicht. Warte mal, das machen wir jetzt mal schnell. Dann brauche ich noch einen weiteren Setzling. Shit. Okay, das habe ich nicht gewusst tatsächlich. Das war mir persönlich neu. Und ich habe mich als auch selten. Oh, das war ein ganzer. Mehr als ein ganzer Stapel. Krasser Scheiß. Da kann ich ihm da bald schön viel Zeug bauen, das Fichten, ne? Also, Fichten, ne? Ich bin jetzt der Drachen oder was? Fichten, ne? Aus Fichten, ne? Bauen, ne? Aus Fichtenholz bauen. Wie gesagt, ich könnte auch ohne Continuity spielen. Dann hab ich auch das Problem, dass ja zum Beispiel hier bei Grasblöcken, bei Erdeblöcken, überall, wo das Feature, dass die Texturen sich quasi verbinden, existiert, ist ja überall so ein nerviger Textfehler, wo dann da steht, oh Gott, wie heißt er nochmal irgendwie? Irgendwas mit, ja, warte mal. Irgendwas mit Connected Textures müsste dann dastehen. Das sieht halt nicht so geil aus, ne? Gut, dann pflanzen wir nochmal so ein großes Meisterteil an. Ja, das ist so groß wie was anderes. That's what she... Ah, ne, eher nicht so. Ach, komm mal an. Oh, das müsste auch vom Herren Onk sein. Der heißt doch gar nicht Onk in real life. Ach nee, wirklich. Ist das so? Oder auch doch nicht. Das könnte auch doch was von YouTube sein. Also hier von diesem... Oh Gott, wie hieß das nochmal? Creative Studio. So, machen wir einmal das hier. Das ist schon ein Baum, wie ich ihn eher haben wollen würde. Ein wunderschöner Weihnachtsbaum. Das bringt mich auch noch auf eine weitere Idee. Und zwar könnte ich so ein Ding auch irgendwo platzieren. Drüben bei unserem angelegten Wald, also künstlich angelegten Wald, da könnte man theoretisch. Dass die immer so wachsen, ne? Es ist zum Kotzen so. Was habe ich jetzt noch? Schwarzeiche soll auch noch irgendwo wachsen. Machen wir es einfach hier, weißt du? Oder? Ja, doch hier. Machen wir es einfach hier. Bam. Diesmal auch mit einer großzügigeren Baumkrone. Und die Trope kommt einfach mal hier hin. Gut. Dann kann man noch theoretisch noch was hier hinbauen. Platz wäre, aber wobei dann würden sich die Baumkronen dann ein bisschen beißen. Das ist jetzt unser neuer privater Baum. Baumdöns. Ach, wie heißt's? Unser Baumbestand. In unserer Försterei. Hier muss noch ein bisschen Zeug hin. Denn hier ist ja überall noch Natur. So sollte es zumindest sein. So noch mal was anderes, was ich mal ansprechen will. Aktuell ist halt wieder so die Zeit des Jahres, an dem der eine oder andere wird es schon gemerkt haben wahrscheinlich, an dem das Radio mit den schönsten Klängen, die man sich nur vorstellen kann, befüllt wird. Und zwar damit meine ich die Weihnachtslieder. Ja, das ist so immer so die Zeit im Jahr, wo man am liebsten meist auf Arbeit, wenn man gezwungen ist, das Radio zu hören, sollte man es nicht ausstellen dürfen. Ist man gezwungen, halt meistens am Tag 2 bis 3 Mal Last Christmas zu hören, ist auf Dauer jetzt nicht so geil. Ich meine, einmal im Jahr ist das noch verkraftbar, aber 2-mal ist dann schon, und alles, was dann noch öfter ist, ist dann halt wirklich echt, also. Okay, aber das müsste vom Herrn Gronkh sein. Genau, das ist auch so ein altes Ding. So, dann habe ich jetzt nochmal ein bisschen, nein,
noch mal ein bisschen mehr Fichte, damit ich noch mehr aus Fichtenholz bauen kann. Ich muss das bald mal Glück haben, dass irgendwo so ein verkackter Tintenfisch spawnt. So, da kommt Kirschblütenholz rein. Das habe ich auch noch nie verbaut jetzt, ne? Also Kirschblüte ist halt mir einfach zu pink. Also mir fällt halt jetzt nichts ein, wo das irgendwie so halbwegs geil aussieht, weißt du? Spawnt hier irgendwo zufälligerweise gerade mal ein Tintenfisch. Das wäre sehr nett von dir. Hier sehen nur noch normale Fische. Was bist du überhaupt? Du bist... Hallo? Hallo? Sag mal stehen. Du bist ein Kabeljau. Ist halt nirgendwo so ein verkackter Tintenfisch, ne? Ahnst es nicht. Du ahnst es einfach nicht. Theoretisch könnte man auch hier noch was langziehen, so einen kleinen Pier machen, der bis darüber geht. Und da drüben am Strand, boah, keine Ahnung, irgendwelche Liegen aufstellen, sowas. Für die Touristen. So, es ist, aber hier draußen muss doch irgendwann mal irgendwo mal ein Tintenfisch spawnen. Dieses Abend früher immer im Meer gespawnt. Du willst mich verarschen, ne? Der leckst mir am Arsch. Nix da. Oh, geile Tintenfische, warte mal. Hier kommt der weiße Hai. Dumm, 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 dumm. Und nix gedroppt. Vier Stück, nice. Weißer Hai. So. 14 Stück. Das reicht erstmal für ein bisschen was zumindest. Du bist ein Delfin. Gut. 17 Stück. Das heißt, ich kann mir zumindest schon mal Buch und Feder bauen. Das ist schon mal ganz geil. Dann machen wir mal jetzt noch so ein bisschen einfach um nochmal ein bisschen abzufacken. Noch ein bisschen Inventur. Das muss weg. Dankeschön. Also es hat mir echt so gefühlt, das halbes Brett vor dem Kopf und etwas ins Blätter, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich brauche ein Crafting Table. Der ist eh oben. Warte mal, kann ich den eigentlich noch für unser Büro? Ich frage nur mal, habe ich noch Zeug dafür da? Das ist ja schon mal da. Wo ist denn das andere Zeug? Ist das bei Stein? Nee, ist es nicht. Jetzt ist die Frage, wo haben wir es? Hier. Wie ging das nochmal? Nein, das war aber der Krug, glaube ich, ne? Vier Stück. Habe ich irgendwas, was ich anpflanzen will? Nicht wirklich, ne? Dass man diese Büsche nicht anpflanzen kann, das ist so dumm. Aber okay. Ach komm. Eine wunderschöne Kirschsaat. Erstmal gucken, ob ich überhaupt Platz dafür habe. Alter Junge. In die Ecke zumindest nicht. Da müsste ich natürlich noch einen normalen Block hinballern. So einen Tropenholzblock. Eigentlich wollte ich ja jetzt schon in der Folge mal mich langsam auf die Spuren machen eines Pale Garden. Oh ne, komm. Das muss nun wirklich nicht sein. So, was wollte ich jetzt eigentlich noch holen? Ich wollte holen. Meinen Verstand. Den gibt's aktuell gerade nicht. Gut, dann hauen wir erstmal hier. Bum, bum, bum. Machen wir erstmal das hier schon mal. Zack, die Zack. Und dann gucken wir mal erstmal, kommst du dahin? Das müssen wir mal voll machen. Und das Teil. Machen wir es einfach hier so schräg ran. Das war doof. Das war doof. Ich brauche dann noch das Ding dafür. Bam!
Ist jetzt nicht wunderschön, aber man kann es zumindest so lassen. So, Crafting Table. Ich war gerade, ja. Ich war doch schon mal unten. So, wie war das jetzt? Buch? Nicht Kohle, sondern das Zeug. Buch und Feder. So, dann machen wir mal etwas Inventur, würde ich sagen. Das Glück dürfte auch wahrscheinlich der ein oder andere schon auf Arbeit gehabt haben. Oder bald noch haben, dass es dann ab zur Inventur geht. Ich überlege gerade, die waren woanders drin, ne? Wenn überhaupt. Oh, ne, die kommen einfach nicht rein. Ich habe noch einen Apfel dabei, der irgendwie... Okay. Das Wichtigste. Ich fange erstmal mit dem Wichtigsten an. Ich werde jetzt auch nur ein bisschen was machen und das alles andere kommt dann einfach mal so. Beziehungsweise, bevor ich jetzt Inventur mache, wie sieht es denn drüben in der Hauptzelle aus? Kann man denn da mal ein paar Gefangene schikanieren, ja? Kann man das? Hi, Ibims, euer Tod. Na, alles fit bei euch? Alles fit im Schritt? Ich muss sagen, da irgendwie, das sieht halt schon langsam echt schön aus, ne? Ich würde ungern jetzt noch so viel großartig beginnen wollen, dass mit viel Glück, dass wenn dann jetzt bis zum Wochenende hin die Mod mal aktualisiert ist. Ja, hallo, ich bin doch schon da. Na, noch mehr? Aber das ist auch vom Herrenonk. Na, du alter Knochenmann. Hast du keinen Bock, oder was? Na, kommt mal ran, ihr alten Säcke. Na, kommt doch jetzt mal. Nein, du kommst schön hier runter. Haha, ausgetrickst. Ich habe wieder einen sinnlosen Bogen bekommen, der wieder halb kaputt ist. Aber gut, ist egal. Ist geschenkt. So, hab ich jetzt nochmal fast 3 Level gemacht. Das dafür, dass die fast leer war, die Monsterfall, ist das schon echt ziemlich gut. Das ist schon echt eigentlich sogar formidabel. So, dann erstmal das hier rein, das hier rein, das hier auch. Alles, der Bogen, der kommt. Nein, nein. Da. Da kommt der Bogen rein. Gut, fangen wir mal an mit den wichtigsten Sachen. Und zwar. Seite 1 von 1. Wie viel kann man überhaupt. Ja, ein paar gehen, ne? Würde ich sagen. Gut, fangen wir an mit den. Ich kann keine. Tabulatoren, das ist doof. Mach's mal an. Bodenschätze. Ach nee, machen es ganz anders. Inventur. Ich will es halbwegs gescheit haben. Heißt er. Bodenschätze, blöd. Diamanten. Diamanten, ne? Diamanten. Wie viel haben wir drin? Einfach um das mal ein bisschen festzuhalten. 20? Oh, 20 Stück, Mensch. So. Ja, ich weiß. Keiner hat Bock auf Inventur, aber es ist mir scheißegal. Lapis Lazuli, 298. Das ist schon ganz schön viel eigentlich. Das ist eigentlich da wegen ziemlich viel. Dass du das eigentlich nie brauchst. Ich glaube drei Stück davon, ne? Waren das? Yo. Die Zahl einfach gemerkt, weißt du? So. Dann gucken wir mal zu den Metallen. So, machen wir einfach noch einen runter. Metalle. So,
So, fangen wir an mit Eisen. Da haben wir 115. Ist auch nicht mehr so viel, ne? Das ist eigentlich gar nicht viel. Das ist fast nichts. Überlegst, wenn du mal ernsthaft irgendwas mit Trichtern bauen willst, wie wenig da 115 Eisen sind. Das ist absurd wenig. Kohle können wir nochmal 960 Stück, Alter. Das ist unglaublich, ne? 960 Kohle. Mehr als Eisen. Das ist richtig heftig. So, mal erstmal genug Inventur gemacht. Einfach nur, um das mal ein bisschen gezeigt zu haben. Das ist dann jetzt quasi der Lagerverwalter, der einfach hier jetzt wieder hochgehen kann. In sein schönes, formschönes Büro. Und dann packt er einfach das Ding einfach rein, weißt du? Man könnte das sogar noch benennen, weißt du? Wir haben doch einen Amboss, wir haben auch noch ein bisschen XP. Hallo, Amboss. Das einfach umbenennen jetzt mal zu Inventurliste. Bams. Also es müsste den Namen vom Buch ja auch anzeigen, ne? In unserer geilen Mod. Inventurliste, genau. Kann man dann hier hingehen, Meister, sich schön auf seinen Thron setzen. Er müsste eigentlich noch so ein Lesepult sein, ne? Das wäre eigentlich passender, wenn ihr noch so ein Lesepult hat, wo man es einfach da drauf platzieren kann. Aber hier soll ja irgendwann mal, weil es passt nicht, weil hier das Glas ist. Ach, lecke Misch. Ich wollte eigentlich hier sowas hinbauen wie so ein Monitor. Das war eigentlich so mein ursprünglicher Plan gewesen. Eine Aussicht, die seinesgleichen sucht. Was wirklich jetzt pennen? Wenn ich darf. Nur wenn ich darf. Gut. Zack, zack, zack. Leider ist auch schon wieder die Folge vorbei. Hoffentlich ist dann bei der nächsten Session dann die Mod draußen. Wenn nicht, dann zur Not spiele ich einfach mal ohne Texture Pack. Das ist ewig mal gewünscht worden, dass ich es mal ohne spiele. Ja, eventuell, ja. Ihr wisst Bescheid. Wobei, das ist noch ein besserer Anblick. Und unserem Bücherregal, wenn wir mit dem einen was so drin haben. Also bis zum nächsten Mal, bis dahin, ne? Und tschüss.